Einen schönen guten Abend, hier ist euer Arno Rudnick und zwar euer Bruder Arno Rudnick von der Ruhrpott-Mission. Überschrift dieses Live-Videos ist Übergriffe auf Kirchen in Deutschland, Zunahme der Christenverfolgung in Europa. Es gibt Anzeichen für ungemütlichere Zeiten für bekennende Christen, auch in unserer Bundesrepublik Deutschland. Brandstiftung, Graffiti, Beschmierungen und andere Selbstsachbeschädigung an Kirchen und Kapellen sind mittlerweile weit verbreitete Phänomene. Im Folgenden möchte ich das einmal auflisten. Am 5. April 2019, ein weiterer von mehreren gemeldeten Vandalismusfällen in und um die St. Johanneskirche in Kreis Coesfeld bei Münster. Eine Fensterscheibe wurde zerschlagen, Wachs auf den Altar gegossen, Blitzableiter wurden von der Fassade der Kirchen gerissen. 10.04.2019, die Toilette vom Pfarrsaal der Pfarrgemeinde St. Ludger in Oberschopfheim wurde vollkommen zerstört. 11.04.2019, Unbekannte zündeten in der Kirche Nienburg, Münsterland, eine ausgeliehene Publikation an und beschädigten das Altartuch mit Kerzenwachs. 14.04.2019, Scheiben werden eingeschlagen in der Kirche von Herne Baukau, gelangten Kriminelle in das Innere der Kirche. Das nur mal ein kleines Beispiel. Dann Übergriffe auf christliche Asylbewerber. Ein weiteres aktuelles Problem stellt die Verfolgung christlicher Flüchtlinge und Einwanderer in Asylbewerberunterkünften dar. Wie Open Doors Deutschland die Aktion für verfolgte Christen und Notleidende, die Europäischen Missionsgemeinschaft sowie der Zentralrat orientalischer Christen in Deutschland bei einer gemeinsamen Erhebung feststellten, ist die Vielzahl neu erfasster Übergriffe ein bundesweites Problem, bei dem die von ihnen erfassten 743 Asylbewerber nur die Spitze des Eisberges sind. Von 743 Betroffenen berichten 617, 83% von mehrfachen Übergriffen, 42% von Todesdrohungen, 56% von Körperverletzungen, 6% von sexuellen Übergriffen. Die Übergriffe gingen zu 91% von muslimischen Mitflüchtlingen aus, zu 28% von muslimischem Wachpersonal und zu 34% von anderen Personen. Ich tue das ganz bewusst in die Öffentlichkeit bringen, weil das unser deutsches Staatsfernsehen nicht mehr tut. Und das eine Schande ist, weil es nur von der AfD gekommen ist, einen Bundesbeauftragten einzusetzen für diese Geschehnisse und das sogar auch von einer sogenannten christlichen Partei abgelehnt wurde. Sollte man sich dafür schämen, und darum sage ich das und tue das so deutlich, 2021 auch ist ein Jahr des Klartextes und die Ruhrpott-Mission predigt Klartext, berichtet Klartext und ist dankbar für jede Unterstützung. Diskriminierung von Christen wegen Intoleranz und Hassrede, Hass auf Christen zeigt sich aber nicht nur in Gewalttaten gegen Gebäude und Personen, sondern auch in einer subtileren Form. Ja, sie zeigt sich darin, dass gegen Christen gehetzt wird, weil sie angeblich gegen die LGBT-Lobby kritisieren. Sie isoliert christliche Studenten und isoliert Abtreibungsgegner. Sie setzt christliche Kandidaten von der Liste ab, weil sie sich nicht auf den Zeitgeist, sondern auf das Evangelium berufen. Derartige Beschneidung von Meinungs- und Redefreiheit auf der Basis von Hassrede an Antidiskriminierungsgesetzen nehmen in vielen europäischen Staaten stark zu. Ein jüngeres Beispiel ist Pehivi Räsänen, Abgeordnete im finnischen Parlament. Um gegen die Ankündigung der lutherischen Kirche Finnlands, offizieller Partner des LGBT-Events Helsinki Pride zu werden, zu protestieren, postete sie am 17. Juni 2019 ein Foto auf Twitter mit den Versen 24 bis 27 aus dem ersten Kapitel des Römerbriefes, in denen gleichgeschlechtliche Beziehungen als schamlos bezeichnet wurde. Darunter schrieb sie: Wie passt es mit der Grundlage der Kirche, der Bibel zusammen, Schande und Sünde zum Stolz zu erheben? Die finnische Polizei nahm die Ermittlungen gegen Räsänen auf.
Die Politikerin erklärte, dass sie nicht glaubte, dass der Fall zur Staatsanwalt gehen würde. Ich bin jedoch besorgt, wenn Bibelzitate auch nur für einigermaßen illegal gehalten werden. Ich hoffe, dass dies nicht nur zur Selbstzensur unter Christen führen wird. Ja, da geht es hin, sehr geehrte Damen und Herren. Wie aber sollen Christen mit den Einschränkungen des Meinungskorridors umgehen? Der Theologe Dr. Martin Meyerhofer hält fest, dass Christen den Zensurversuchen, die mit Begriffen wie Fake News und Hassrede, Deutungshoheit über das Zulassen oder Verbot bestimmter Meinung strafrechtlich durchzusetzen versuchen, nachdrücklich widersprechen müssen. Dass in der Umdeutung von persönlichen Meinung und Einstellung in einer Hassrede eine massive Einschränkung der Meinungsfreiheit liegt, ist offensichtlich. Ein Augenblick, ich mache später weiter. Teil 1.